Hallo Freunde des geilen YouTube Sports. Ja, ich wollte das eigentlich, dachte vielleicht da, aber ist egal. Willkommen bei Japan. Oh Gott, Training mit dabei der Camilo. Grüß Gott, Leute. Ja, komm, ich dachte, weil du jetzt so runtergezählt hast, machst du die Ansage. Deswegen habe ich da jetzt mich Ja, mal das zurückgehalten. ich will ja auch mal. Na, schön nach Japan, eine meiner Lieblingsstrecken. Da hat der Gatzi in der letzten Saison ordentlich abgeledert. Falls ihr das noch wisst, mit der langen Zeitstrafe, die ich noch hinten rausgefahren habe. Oh, herrlich. Da wollen wir mal weiterdrücken. Bin mal gespannt, was Da! das Wetter sagt. Wenn es wieder regnet, dann kriege ich aber einen Anfall. Bitte. Ja, bitte, bitte. Und dann nimmt der Virus über die falschen Reifen und dann ist wieder alles Knorke. Ausgerechnet ist es dunkel. So, Training, Sonne sogar. Oh, 27 Grad. Oh. Trecktemperatur. Qualifying bewölkt, 29 Grad Trecktemperatur und 21 Grad Außentemperatur. Und Rennen bewölkt und es wird immer wärmer. 31 Grad Streckentemperatur und 22 Grad Außentemperatur. Hä, so. Hier lasse ich den Standardgedöns. Alles klar. Aber mal eben weniger Benzin mitnehmen. So viel Benzin braucht kein Mensch auf der Oh, Strecke. ich bin mal gespannt, welche Strecke das jetzt noch war. Ich habe die gar nicht mehr so in Erinnerung, glaube ich. Okay. Also richtig geil die Strecke, finde ich. Zumindest mit dem Oh. Ferrari war sie richtig geil. Die Sonne stellt schief. Sonne steht Ja. tief. Die Sonne Ach, steht jetzt weiß ich, schief. welche Strecke das ist. Ei, 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 ei. Ja, die Strecke ist jungfräulich, sagte Jeff. Nach Italien, glaube ich, meine Lieblingsstrecke, meine zweite. Oh. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Roter Spoiler. Halt die Schlappe. Jeff, sei leise. Spoiler ist und nicht der Mann. Riss. Wenn er jetzt den Reifen abgefahren hätte, das wäre schlimmer gewesen. Ach, komm schon. Oh, hier kann man so schön um die Kurve Boxenstopp. racen. Die Strecke spielten Christian wieder in die Hände, weil man hier so schön um die Kurven ballern kann. Ja, das Ballern hatte ich gerade. Ja, in die Mauer, ne? Oh mein Gott, mal einen neuen Spoiler und dann passt das, ey. Na, hier die Schlangenkurven halt dann eben und dann hier hoch. Ich glaube, Ferrari ist froh, dass sie mich nicht mehr bei sich haben mit den ganz kaputten Nasen. Du. Ja. Die erste Saison war ja echt traumhaft. Kann man gar nicht anders beschreiben. Und die zweite ist auch nicht unbedingt besser, aber. Obwohl doch, bis jetzt geht's eigentlich mit deinen Platzierungen. Wenn du am Anfang da nicht so viele Strecken, sag ich mal, versaut hättest, dann sieht das jetzt echt gut aus. Weil der zweite Platz, der war jetzt echt nicht schlecht, du. Gut, eigentlich wäre es Sieg gewesen, aber egal. Wie sagt man so schön, es zählt immer nur das Endergebnis. Oh, schön hier. Okay, ich dachte, da wäre jetzt die Boxen einfach. Ah, die kommt jetzt hier, okay. Ja, oben wäre es einfacher gewesen reinzufahren, anstatt hier unten nach dieser Scheißkurve. Ja, haben sie extra gemacht. Ich bin ja echt immer überlegen, ob ich hier mit den schnelleren Motoreinstellungen fahre. Die Standarddinger, die sind ja echt. Obwohl, ich weiß nicht. Ja, ich kann die mit den schnelleren Motoreinstellungen fahren. Die Kurven sind nicht so tricky. Am Anfang die Schlangenkurven, die muss man halt ein bisschen langsamer fahren. Ah, das dauert mit dem Menü hier. Oh. Ja, bei dir müssen sie erstmal den Flügel richten. Also ich scheiß Heizwatten rumgelegt, bis dann endlich mal. Na, da habe ich zu viel gebremst, alles klar. Hä? Brauche ich gar Kennst du nicht das, wenn gucken? man so ein Brauche ich bisschen gar nicht. Angst vor. Hä? Okay. Brauche ich gar nicht gucken. Ich bin ja auch gar nichts gefahren, aber ich werde also seine Scheißreifen wechseln, ey. Diese scheiß Beste aus weiße machen Kacke jetzt. da, ey. Mann. So, was wolltest du? Ich Kennst du das, sag, wenn? kennst du das, wenn man so ein bisschen Schiss vor der Kurve hat und dann ein bisschen früher in die Bremse geht und dann merkt, ja, hätte es auch ein bisschen schneller sein können? Ja. Oh, das habe ich sehr oft. Oh ja. Deswegen kommst du zwischendurch dann immer wieder ran, weil ich denke, ja, hätte schneller sein können, ja. Ja, sonst weiß ich immer, wie ich drücken muss, aber jetzt gerade eben war echt Kacke. Oh, da kommt der Camillo, der weiße Punkt unten links auf der Karte, man sieht es schon.
Heißt, er wird mich jetzt gleich vor mich haben. Es sei denn, das ist jetzt seine letzte Runde. Gute Zeit und... Jo. Boxenstopp. Da haben wir es doch schon. Ja, ich will ja auch noch mal Reifen wechseln. Weißt du, da passt das schon. Weil die Weißen, die sind, sag ich mal, nicht gerade so geil hier. Ich liebe diese Rennstrecke. Wenn wir die uns dann in echt ansehen könnten, wäre geil. Oh. Nein, jetzt wo ich gerade eine Monster-Bestzeit fahre, da will ich in die Box fahren. Okay, Monster-Bestzeit wieder versaut. Du Ficker, du verdammter Oh, was hat der Virus denn jetzt gemacht? Ja. Ist er hier abgeflogen? Ja, Tatsache. Geh mal kacken, Alter. Gut, dann fahre ich jetzt, dann tue ich doch keine Reifen wechseln und fahre jetzt einfach in die Box. Ich denke, ja, geil, ey. Komm schön in die Kurve rein und dann ein Stückchen zu weit nach außen und dann geht er weg. Ja, ja, da wollte er nicht vom Gas. So schön, so flieg und buff. Schick die Hände. Ja, der Virus nicht vom Gas geht. Schade, jetzt wollte ich eigentlich noch mal neue Setup testen. Das kann ich natürlich jetzt knicken. Oh, hier ist das Schild schon, alles klar. Schnief, schnief. wenn's dann hart auf hart kommt, dann ist es der harteste. Da ist es vorbei. Ja, der demolischen Virus. So, ja, mit den Reifen wollte ich jetzt mal testen, wie weit kann ich gehen? Wie weit kannst du rutschen? Tschüss! Ja, wie weit kannst du rutschen? Das stimmt wohl. Ja. Habe ich jetzt gar nicht gemessen. Ich hatte leider kein Messband dabei. So, Schiebbein, ja, schön. Heizdecken drum, Leute. Ach komm, ist Training. Kurzes Training, dann, ja. Das war den Virus von seinen Leiden. Ja, danke schön. Ja. Sind wir mal heute mal nicht so. Alles klar, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im Qualifying. Blöder Pisser. So, jetzt seht ihr nochmal die Zeiten, die paar zwei Zeiten, die gefahren worden sind. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich im Dings wieder. Virus hat eigentlich angesagt, dann sollte der. Egal. Also ich würde sagen, wir sehen uns im Qualifying. Haut rein, Leute. Danke und ciao mit V.